Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Diesmal, wie ich mich durch Organisation in der Schule verbessert habe, ohne mehr zu lernen. In der Schulzeit habe ich mich sehr oft sehr schnell überfordert gefühlt, wusste auch gar nicht so, wo ich anfangen sollte und war sehr, sehr gestresst. Und irgendwann habe ich dann gedacht, okay, ich möchte es so ein bisschen effektiver angehen. Also wie kann ich trotzdem bessere Noten erreichen, ohne jetzt unbedingt mehr Zeit reinzustecken oder mehr zu lernen? Einer meiner ersten Tipps ist es, mir ein Ziel zu überlegen. Also welche Note möchte ich in dem Fach überhaupt erreichen? Lohnt es sich, ist auch die Frage. Also müsst ihr das Fach überhaupt einbringen in euer Abitur oder ist es wichtig oder wollt ihr das vielleicht im nächsten Schuljahr abwählen? Und wie viel Zeitaufwand brauche ich dafür? Bei mir war es zum Beispiel so, dass ich in Sprachen ganz gut klar kam, also in Deutsch oder Englisch, war es für mich viel einfacher, eine 1 beispielsweise zu schreiben, als jetzt in den Naturwissenschaften. Also habe ich mir überlegt, okay, Deutsch und Englisch würde ich halt gerne beispielsweise 14 Punkte haben im nächsten Zeugnis. In Mathe oder in Chemie reicht es mir auch, wenn es ein bisschen weniger ist. Und dann ist halt die Frage, wie viel Zeit ich da dann auch reinstecken möchte und ob es mir das Ganze auch wert ist. Weil es muss ja nicht sein, dass ich überall auch eine 1 habe. Es reicht mir auch vollkommen, wenn ich in einem anderen Bereich bin und mir das irgendwie mal ein bisschen zu überlegen. Und da, wenn ihr ein bisschen Hilfe braucht, wo ihr da irgendwie anfangen soll, kann ich euch auf jeden Fall auch die Planer von Lebenskompass empfehlen. Ich glaube, das ist jetzt schon das 3. oder 4. Jahr, dass ich mit Lebenskompass zusammenarbeite. Und ich freue mich wahnsinnig, dass ich sie auch wieder in diesem Jahr empfehlen kann. Und da stelle ich euch mal ganz kurz die Planer vor. Es gibt ja einmal den Schülerplaner, da kann man seine Ziele festhalten. Man kann es eben für das ganze Schuljahr benutzen, also so seine ganzen Termine eintragen, seine Ziele für das Jahr, Abgaben, Klausuren, um dann einfach alles so übersichtlich dort festzuhalten und sich ein bisschen organisierter zu fühlen. Es gibt auch super cool, total viele Achtsamkeitsübungen und Sachen zum Thema Kreativität, Pause machen, Balance, also wirklich richtig schön gemacht, finde ich. Also für mich ist super wichtig, einen guten Schulplaner zu haben, um von Anfang an einen guten Überblick zu behalten. Und ich finde auch Back-to-School-Sachen rauszusuchen, macht irgendwie am meisten Spaß. Hier sind die Planer von Lebenskompass. Die gibt es in verschiedenen Farben und auch digital. Es gibt auch undatierte Planer. Man kann also jede Seite maximal ausnutzen, auch wenn mal Ferien dazwischen liegen. Ist also echt super flexibel aufgebaut und es gibt Jahres-, Monats- und Wochenübersichten. Außerdem gibt es Achtsamkeitsübungen, Habit-Tracker, Self-Care. Ich finde es echt super, super schön, dass ihr auch auf sowas achten. Und Lebenskompass hat auch verschiedene Cover, je nachdem, was ihr mögt. Mein Tipp, erstellt euch einen Zeitplan oder Kalender fürs neue Schuljahr, um dann Abgaben, Fristen, Termine und Prüfungen im Überblick zu behalten. Es gibt übrigens auch Schutzcover für den Planer, wirklich super angenehm und gerade praktisch, wenn man eine volle Schultasche hat und irgendwas untergeht. Und falls ihr bald mit einem Studium anfangen solltet, dann hat Lebenskompass auch Studienplaner, finde ich auch super schön aufgebaut. Und den zeige ich euch auch ganz kurz. Und gerade bei Veränderungen bin ich oft sehr nervös und habe ein bisschen Angst und dann hilft es mir, irgendwie mich zu organisieren, um mir einfach so ein bisschen Halt zu geben und meine Gedanken sortieren können. Und fürs Studium eignen sich da super die Studienplaner von Lebenskompass, die gibt es auch in verschiedenen Farben und auch digital. Passend zu den Planern gibt es auch verschiedene Stifte, Marker, finde ich super süß mit der Idee Highlight Your Life und Sticker. Also schaut auf jeden Fall sehr, sehr gerne bei Lebenskompass vorbei. Ich habe auch nochmal einen Code für euch, den verlinke ich nochmal in der Infobox, genauso wie die Produkte und schreibe ihn auch nochmal hier hin. Und wie gesagt, ich liebe die Produkte. Es ist schon, glaube ich, das 4. oder 5. Jahr, das ich dir jetzt empfehle. Ein weiterer Tipp ist es aufzuräumen und die Sachen zu ordnen und zu sortieren. Ich glaube, man kennt es, dass man sich so denkt, so, das könnte ich vielleicht noch im nächsten Schuljahr gebrauchen, aber eigentlich braucht man es dann doch nie wieder. Und damit habe ich dann auch angefangen, einfach mal die ganzen Sachen wegzuwerfen, neu anzufangen. Und was ich aber gemacht habe, war beispielsweise in Deutsch kamen ja sehr oft so ähnliche Schreibaufgabentypen dran. Also Gedichtanalyse, Essayschreiben, Vergleich von zwei Lektüren oder Figuren aus zwei verschiedenen Lektüren. Und dann habe ich mir einfach so mal so einen Aufbau oder so einen guten Text überlegt, den dann auch abgegeben, Feedback bekommen und das dann einfach so nochmal abgeheftet und immer wieder verwendet. Also ich habe mir immer wieder den gleichen Einleitungssatz genommen für Deutsch und Englisch. Ich habe ihn halt einmal zur Korrektur halt lesen lassen und dann einfach immer wieder angepasst. Fand ich echt super, weil ich musste mir dann in der Klausur keine Gedanken machen, wie ich das Ganze formuliere. Habe dadurch in der Klausur auch super viel Zeit gespart, was mir dann auch viele Punkte gebracht hat im Endeffekt. Und ja, wie gesagt, habe einfach nicht mehr so viel Zeit und Energie dann reinstecken müssen. Ich habe das jetzt am Anfang auch nicht alles auswendig gelernt, sondern einfach, wie gesagt, immer im Ordner so abgeheftet und dann immer wieder mal drauf geschaut im Unterricht. Und da kommen wir auch zum nächsten Aspekt. Ich würde unbedingt vorarbeiten. Ich kann es nur empfehlen. Durch das Vorarbeiten in der Schule habe ich mir so viel Zeit gespart und so viel bessere Noten bekommen. Und eigentlich im Grunde so ein bisschen geschummelt, weil ich halt einfach, ich habe manchmal nicht mal mir die Sachen gemerkt. Ich habe die einfach nur ausgedruckt oder mir kurz vom Unterricht durchgelesen, beispielsweise irgendwie die
zentralen Themen zu irgendeiner Lektüre in Deutsch und habe mir das dann eben einfach in meinen Ordner reingelegt und dann nochmal so drauf geguckt, welche Motive kamen davor, worum geht's ungefähr. Und meistens war es ja so irgendwie gerade die ersten Stunden zu einem neuen Thema, dass die Lehrer da so ein bisschen erst so reingeführt haben ins Thema und auf etwas hinaus wollten oder halt erst damit begonnen hatten. Und dadurch, dass ich ja schon ein bisschen Hintergrundwissen hatte, um was es geht, fiel es mir dann viel, viel leichter im Unterricht mitzuarbeiten und habe manchmal auch teilweise einfach nur was abgelesen und es niemandem aufgefallen und habe halt eine viel bessere Mündchen Note bekommen. Und dann auch Zeitmanagement. Auch da, ich würde so früh wie möglich anfangen zu lernen. Nicht einen Tag vor der Klausur anfangen zu lernen. Ich glaube, das Schlimmste, was man machen kann. Es ist so viel entspannter und einfacher, wenn man mindestens mal 1 bis 2 Wochen vorher anfängt. Jeden Tag ein bisschen was macht und wiederholt. Und auch da würde ich unbedingt zum Beispiel Text in Deutsch oder Englisch abgeben, dass man ein Feedback bekommt. Das war für mich immer so die beste Vorbereitung. Und ich weiß noch einmal in Französisch, musste ich glaube ich gar nicht mehr für die Klausur lernen, weil ich einfach vorher jede Woche Text abgegeben habe, die schon eine Übung für die Klausur waren und da halt mein Feedback bekommen habe und das war dann schon meine Übung für die Klausur. Ich habe auch Hausaufgaben nicht immer gemacht, obwohl ich ganz gute Noten hatte. Ich glaube, es ist auch nicht immer aufgefallen. Aber ich habe einfach damit angefangen, mir zu überlegen, okay, wenn ich die Hausaufgaben mache, dann gebe ich sie auch ab. Und dann habe ich auch Feedback bekommen und habe das dann auch genutzt für die Klausur oder für mich allgemein in dem Fach. Und wenn ich wusste, okay, ich werde die Hausaufgabe morgen nicht vorlesen oder abgeben, dann habe ich die Hausaufgaben nicht gemacht, weil dann hat sich nicht gelohnt. Und es ist auch nicht aufgefallen, weil ich, wie gesagt, wenn ich sie hatte, dann halt auch vorgelesen oder abgegeben habe. Und so habe ich dann viel effektiver im Unterricht mitarbeiten können und habe, wie gesagt, auch schon direkt Feedback bekommen, was ich dann halt umsetzen konnte. Auch super wichtig war es für mich, eine Routine zu haben, also früh ins Bett zu gehen am nächsten Tag, bevor ich Schule hatte und nicht erst um 12 oder so. Es war viel zu spät für mich. Und wenn ich halt so wenig geschlafen habe, konnte ich mich gar nicht konzentrieren im Unterricht und auch nicht mitarbeiten. Und es war dann so ein bisschen so eine Zeitverschwendung, weil es ja anders als in der Uni musste ich ja zur Schule gehen, ich musste ja da sein, ich hatte ja Anwesenheitspflicht. Und dann war es halt irgendwie echt so ein bisschen verschwendet. Deswegen habe ich darauf geachtet, dass ich jedes Mal, also wenn ich an der Schule war, dann halt auch wirklich effektiv halt mitgearbeitet habe, dass ich dann zu Hause weniger machen musste und halt schneller vorangekommen bin. Und das konnte ich nur machen, wenn ich vorher auch genug geschlafen habe, wenn ich abends eine gute Abendroutine hatte, wenn ich Sachen gemacht habe, die mich auch glücklich gemacht haben, also einen Ausgleich hatte und auch Freunde gesehen habe. Und dann war das für mich ganz gut, so eine Balance zu haben und dann eben auch so ein bisschen, ja, besser an den Tag reinzustarten. Schreibt euch Hausaufgaben auf. Ich habe das auch so oft vergessen oder nicht gemacht. Dann überlege dir ein Lernsystem und welcher Lerntyp du bist. Es gibt insgesamt 4 Stück. Nachdem ich wusste, welcher Lerntyp ich bin, habe ich so viel besser und schneller gelernt in der Schule. Habe auch danach viel bessere Noten geschrieben. Und bei mir ist es so, also ihr könnt es einfach mal kurz googeln, es gibt so einen 4-Lerntypen-Test, dass ich halt super visuell lerne. Also ich muss mir alles sehr visuell aufschreiben. Also untereinander aufschreiben geht für mich gar nicht. Würde ich auch allgemein nie empfehlen, einfach so einen Text aufzuschreiben als Lernzettel, sondern sehr visuell mache ich das Ganze in Strukturen und so. Viel mit Bildern arbeite ich. Also ich merke mir super viel mit irgendwelchen Verknüpfungen und Assoziationen. Und ich muss mir das immer so bildlich vorstellen. Und am Anfang nimmt es ein bisschen mehr Zeit für mich in Anspruch, gerade wenn ich mir Lernzettel irgendwie erstelle. Aber wenn es dann um das Lernen geht oder überhaupt da mit dem Lernen anzufangen, ist es so meistens, dass ich die Sachen schon im Kopf hatte oder viel schneller auswendig lernen konnte. Mein absoluter Lieblingslerntipp ist es, mit Netflix-Serien zu lernen. Ich finde das so toll. Habe dadurch viel bessere Noten geschrieben und viel schneller auswendig gelernt. Und ich habe einfach überlegt, okay, ich lerne gerade dieses Thema, sagen wir mal beispielsweise Recht, und habe jetzt aktuell Suits geguckt mit den ganzen, so einer Anwaltsserie. Und dann verknüpfe ich die Person aus dieser Serie mit bestimmten Dingen, die ich lernen muss. Also wenn es jetzt irgendwie was gibt, was ich lernen muss, was jetzt irgendwas mit Wirtschaft zu tun hat, dann denke ich an eine bestimmte Figur in der Serie, die da was mit Wirtschaft zu tun hatte oder an einen bestimmten Fall. Und verknüpft es so ein bisschen. Und das hat mir sehr geholfen, dann die Sachen schneller zu lernen und es auch ein bisschen so spaßiger zu machen. Und war auch so meine Ausrede, dann ein bisschen so Netflix-Serien zu gucken nebenbei. Also nicht während dem Lernen, aber so zwischendurch. Und hat mir halt einfach richtig krass geholfen, muss ich ehrlich sagen. Und ja, deswegen ist es eine meiner Lieblingslernmethoden. Sonst gibt es auch noch super viele andere Lernmethoden, die ich euch auch noch richtig gerne vorstellen würde. Also gerade während meines Fernstudiums habe ich so viele neue Methoden entdeckt. Dazu mache ich aber, glaube ich, nochmal ein separates Video, weil das so viele Sachen sind. Und ja, kommentiert es gerne, wenn ihr das auch sehen wollt. Mir persönlich hilft es auch immer, ein aufgeräumtes Zimmer zu haben. Ich habe das immer sehr gerne gehabt, gerade so, wenn ich irgendwie am Schreibtisch arbeiten musste. Oder wenn ihr euch auch leicht ablenken lässt, mal das Handy auszumachen beim Lernen und auch ein bisschen so effektiver zu lernen. Bei mir ist es so, wenn ich unterbrochen werde, brauche ich so lange, um wieder reinzufinden in ein Thema. Und deswegen habe ich dann irgendwann angefangen, meine ganzen Benachrichtigungen auszuschalten auf meinem Handy und auch mein Handy irgendwie mal wegzulegen oder mein Handy in meinem Zimmer zu lassen und dann lerne ich irgendwie unten.
oder draußen oder in der Bibliothek, einfach um nicht so in Versuchung zu kommen und mich nicht ablenken zu lassen, weil es mich dann, wie gesagt, einfach mehr Zeit kostet, wieder in das Thema reinzukommen. Also Handy weglegen fand ich echt super hilfreich zum Lernen, damit ich mich nicht mehr so schnell ablenken lasse. Und gerade Benachrichtigungen ausschalten, ich kann es gar nicht verstehen, wenn Leute Benachrichtigungen anhaben auf ihrem Handy. Ich lasse mich dadurch so leicht ablenken und ich glaube, mit 13, 14 habe ich dann gedacht, so nee, ich habe keinen Bock mehr und habe dann meine ganzen Benachrichtigungen halt ausgemacht und seitdem auch nie wieder angemacht. Ich liebe es, mein Leben ist so viel friedlicher und ich kann mich so viel besser fokussieren dann, wenn ich lerne und in der gleichen Zeit einfach mehr schaffen. Und das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schaut, wie gesagt, sehr gerne bei Lebenskompass vorbei und dann bis zum nächsten Mal.